euch interessiert ein cooler Campingplatz am Letrosee in der Nähe vom Gardasee, dann schaut euch diesen Film an. Montag 18.30 Uhr, ihr seid wieder dabei, freue ich mich sehr. Mein Name ist Markus von Fan for Van und heute stelle ich euch einen Campingplatz am Letrosee vor, und zwar den Camping Al Sole. Der Letrosee liegt ca. 35 Autominuten von der Nordseite des Gardasees entfernt, genauer gesagt von Riva de Garda, und liegt auf 655 Meter. Das Wasser ist super schön klar. Eine maximale Tiefe hat der See von 47 Meter und er hat eine Gesamtfläche von 2,1 Quadratkilometer, also ist nicht gerade ein ganz kleiner Bergsee, aber auch nicht so groß. Also ich finde ihn richtig, richtig schön. Das macht richtig Spaß hier. Es ist ein Eldorado für Mountainbiker, aber auch für Wanderer oder einfach nur für Leute wie uns, die auf dem Weg in die Toskana sind und einfach nochmal an einem schönen Ort übernachten wollten und sich hier nochmal ein bisschen ausruhen wollten, bevor es dann wirklich weiter in die Toskana geht. Also für uns ist das eigentlich nur ein Zwischenstopp auf unserer Tour, aber ein wunderschöner Zwischenstopp. Ebenfalls ein Eldorado für Motorradfahrer. Wir haben hier ganz, ganz viele Motorradfahrer gesehen und erlebt. Und was man auch noch sagen muss, der Campingplatz Al Sole ist wahnsinnig geeignet für Hundebesitzer. Es ist Ferragosta-Zeit, wir haben ganz viele italienische Gäste hier kennengelernt und wirklich alle, aber auch alle haben einen Hund und das funktioniert hervorragend. Das Sanitärhaus ist wirklich sehr, sehr groß. Dennoch habe ich das Gefühl, dass es gerade jetzt, wo der Platz wirklich bummvoll ist, ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen kommt. Das ist aber auch voll okay. Man wartet einfach, bis die Reinigungskräfte da waren und dann ist auch wieder alles tipptopp, denn die Anlage ist sehr, sehr neu, finde ich, und daher fehlt sich da an nichts. Wir haben alles, was man braucht. Man hat natürlich Duschen, man hat Toiletten, man hat Waschräume, man hat Räume zum Abspülen, man hat Räume, wo man seine Wäsche waschen kann mit Waschmaschinen und Trocknern. Man hat Plätze, wo man die Chemietoilette entsorgen kann. Und man hat natürlich auch noch was, wo man den Müll entsorgt, aber der liegt außerhalb. Und neben einem großen Bolzplatz für die Kinder zum Fußballkicken gibt es hier generell für Kinder eine ganze Menge. Abgesehen natürlich vom See können die hier am riesen Spielplatz rumtoben. Die können auf den Fitnessgeräten ihre letzten Kräfte rausballern. Wir haben Tischtennisplatten, wir haben sogar Kinderanimationen. Also wirklich für Kinder fehlt es hier an gar nichts. Jetzt muss es eigentlich nur noch losgehen. Ich bin jetzt mal ein paar Meter gegangen, aber damit ihr auch mal seht, welchen schönen Strand dieser Campingplatz bietet. Und zwar ein Strand über 120 Meter, das ist alles Kiesel, aber dafür ist das Wasser wirklich tipptopp. Es hat darüber eine schmale Wiese, wo man sich hinlegen kann. Und es hat sogar eine kleine Bar, wo man ein paar Snacks und Getränke und natürlich Gelati bekommt. Und jetzt kommen wir endlich zur Bewertung. Ja, bei der Lage vergebe ich ganz klar 5 Sterne. Die Parzellen sind richtig schön groß. Es kommt ein bisschen darauf an, es gibt 3 verschiedene Kategorien. Aber ich finde, für die mittlere Kategorie ist das super. Ich blende euch das gerade nochmal ein. Und du hast hier wirklich alles. Von der Lage her ist insofern allein schon gigantisch, weil du bist direkt am Letrosee. Es ist zwar von einem Zaun umgeben, dieser Platz. Finde ich aber gut, weil einmal kommen nicht viele Leute rein. Auf der anderen Seite hauen deine Kinder auch nicht ab. Also eigentlich finde ich es sehr, sehr schön. Und du gehst einfach nur durch diesen Zaun durch und bist direkt am Strand und damit direkt am See. Also insofern auch tipptopp. Und wie gesagt, auch zur Lage, diese Parzellen haben alles, was du brauchst, vom Wasser über Abwasser, Strom. Also da fehlt sich ja nichts, von mir 5 Sterne. Kommen wir noch zur Ausstattung und da vergebe ich ganz klar 5 Sterne. Das ist wirklich top, da kann man sich wirklich bei gar nichts beschweren. Ihr seht es im Hintergrund, es ist ein riesen Spielplatz. Ich habe es euch ja alle schon gezeigt, das ist alles da. Du hast eine Bar und Snackbar sogar am Strand direkt vorne. Du hast ein Restaurant, du hast Spa- und Wellnessbereich mit Massage angeboten. Also ein Pool ist noch dabei, also es fehlt wirklich an gar nichts. Also insofern von mir ganz klar 5 Sterne für die Ausstattung. Kommen wir zur Preis-Leistung und da vergebe ich 4 Sterne. Für den Umkreis hier finde ich vollkommen in Ordnung. Wir zahlen jetzt für eine Übernachtung 49 Euro. Da sind dabei 2 Erwachsene und ein Kind. Und man muss ja auch dazu sagen, die Plätze haben ja hier wirklich alles. Da ist Strom dabei, da ist Wasser dabei. Also insofern darf man sich echt nicht beschweren. Von meiner Seite 4 Sterne.
Kommen wir zum Schluss noch zu meinem Fazit, zu meiner Gesamtnote. Da kriegt dieser Platz Familien-Wellness-Camping Al Sole von mir am Gardasee 4 Sterne. 4 Sterne, weil ich mich wirklich pudelwohl fühle. Es ist alles tipptopp. Uns haben ein paar Sachen gestört, dass die sanitären Anlagen nicht immer picobello waren. Da bin ich aber wahrscheinlich auch sehr penibel. Lag aber auch einfach dran, dass dieser Platz bumsvoll ist. Also insofern muss man da ein Nachsehen haben. Auch beim Essen in der Gastronomie gab es gewisse Schwachstellen, aber auch das ist wahrscheinlich geschuldet anhand der großen Zahl der Gäste. Also insofern alles gut, wir kommen auf alle Fälle gerne wieder. Das war also jetzt der Film zum Stellplatz am Ledrosee. Wir machen uns schon wieder auf zum nächsten Ziel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wart ihr schon mal an diesem Stellplatz? Wenn ja, wie hat es euch dort gefallen, beziehungsweise an diesem Campingplatz? Was interessiert euch in Zukunft, wenn ich über solche Campingplätze berichte? Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ihr wisst ja, ich freue mich total über ein Like von euch und noch mehr über ein Abo. Dann werdet ihr keinen Film mehr verpassen von Fanfarven. Wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Campingplatz in den Süden. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächsten Montag um 18.30 Uhr wiedersehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und egal wohin ihr reist, kommt immer gesund und gut zurück. Bis bald, euer Markus. Ciao.